Der Nürnberger Burgpokal 2016. Es gab bereits Qualifikationen in Hagen, Mannheim, Redefin, München, Riem, Balve, Berlin, Münster, Bettenrode, Verden und Schenefeld. Nach Donaueschingen geht es dann noch nach Nürnberg. Und die Sieger der jeweiligen Qualifikationen lösen das begehrte Finalticket für den großen Showdown in der Frankfurter Festhalle. Es ist eben diese Turnierserie, die schon so viele erfolgreiche Grand Prix und Championatspferde hervorgebracht hat, die renommierteste Nachwuchspferdeserie weltweit überhaupt. Bestätigt wurde das Ergebnis von Viktoria Michalko und Sir Craig. Wir haben hier 1372 Punkte bzw. 66,926%. Das ist momentan der fünfte Rang vor dem vorläufigen Ergebnis von Sunny Girl, auf das wir im Moment noch warten. Doro Schneider und Schokolad nach wie vor in Führung, im Augenblick 73,341%. Und jetzt haben wir bereits das vorläufige Ergebnis. Sunny Girl und Annika Gutjahr. Bei E sind es 272 Punkte, bei H 284 Punkte, bei C vorläufig 279 Punkte, 285,5 Punkte bei M und dann noch einmal 287,0 bei B. Das gibt vorläufig 1407,5 Punkte bzw. 68,658%. Die Leistungsdichte, die ist hoch und sie liegen eng beieinander. Die nächsten beiden, fünf platziert in der Qualifikation von München und aktuell in einer Intermediär 1 in Schweigangern, ebenfalls auf dem fünften Rang. Hier sind aus dem Hachinger Tal der neunjährige Stand by Me, ein Oldenburger Sohn des Stedinger Mal De Niro und Lisa Müller. Thank you.
Lisa Müller und der 9-jährige Oldenburger Stand By Me. Bestätigt wurde das Ergebnis für Sunny Girl und Annika Gutjahr ohne Veränderung, das heißt, es bleibt bei den 1407,5 Punkten, respektive 68,658% für unser Paar aus Ludwigsburg. Nun kommt wieder ein 8-jähriges Pferd zu uns nach Donaueschingen. Starlight, das ist ein in Westfalen gezogener Sohn des Spielberg, die Mutter von Laudabilis. Das Ganze präsentiert von Jürgen van Damme. Er am Start fürs Gestüt Rosenhof. Und wir haben bereits das vorläufige Ergebnis für Lisa Müller. Bei E sind es 268,0, bei H 269,5. 271,5 Punkte bei C, bei M 270,0 und bei B 285,0 Punkte. Das macht vorläufig in Summe 1.364 Punkte beziehungsweise 66,536%. Und jetzt Jürgen van Damme und Starlight.